Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Logbuchs. Wie Sie unschwer erkennen können, habe ich mein Logbuchstudio wieder verlassen und heute hat es mich sogar nach Berlin verschlagen. Hintergrund sehen Sie das Brandenburger Tor. Warum das Ganze? Tatsächlich sind wir sogar mit dem Azubi-Taxi hergefahren und das hat einen guten Grund. Wir wurden nominiert für den Sonderpreis Innovative Wirtschaftsförderung in Deutschland. Und den haben wir uns heute hier geholt in Berlin. Und wie das genau funktioniert und ausgeschaut hat, das sehen Sie jetzt im Video. Film ab! Das ist ja ein Preis, der vom Deutschen Landkreis und Städtetag zusammen mit dem Verband der Wirtschaftsförderungsgesellschaften in Deutschland und der Hochschule Harz rausgegeben wird. Und hier haben tatsächlich eben Kollegen, die sich mit Wirtschaftsförderung auskennen, beschäftigt damit und haben eben vielleicht auch erkannt, was an besonderer Leistung eben auch da drin steckt. Für mich war von Anfang an völlig klar, dass dieser Preis auf uns zugeschnitten ist und dass wir die Forderungen oder die Wünsche erfüllen. Die Aufgabe war sozusagen, unsere ganze Leidenschaft, die wir dem Projekt entgegenbringen oder mit dem wir das Projekt durchziehen, auch rüberzubringen in der Bewerbung. Ich glaube, das spricht einfach für uns und für unser Team, dass wir einfach in einer kurzen Zeit so viel zustande bekommen haben. Und es ist einfach eine Riesenehre einfach für uns, zu sehen, was so ein Projekt einfach bewirkt. Also der Preis wird ja schon betitelt mit innovative Wirtschaftsförderung. Das heißt, das Wort Innovation hat eine ganz große Gewichtung. Und also Innovation beschreibt halt sehr gut, was wir dann gemacht haben. So, wir hatten Azubis, okay, und wir hatten vielleicht dieses Problem mit Ausbildungsmangel im ländlichen Raum. Aber wie wir das dann angegangen sind, war halt sehr unkonventionell. Also wer kommt auf die Idee, so dieses ganze Social-Media-Ding mal ins Geschäftliche zu übernehmen? Warum jetzt ein Geschäftsführer mit zwei Azubis in irgendeinem Bus ein paar Mal um die Firma rumfährt, das löst natürlich vielleicht erstmal schon so ein bisschen Stirnrunzeln aus bei dem einen oder anderen. Und dann ist es für uns auch nicht immer leicht gewesen zu erklären, vielleicht von Anfang an, was wir damit bezwecken und warum wir glauben, dass das aber funktioniert. Bei den Azubi-Taxi-Videos versuche ich natürlich immer irgendwie die Waage zu halten zwischen informative Punkte und unterhaltsame Punkte. Und die Stellen, wo ich selber lachen musste, die behalte ich mir vor. Die Stellen, die ich selber interessant fand, die behalte ich mir vor. Die kommen schon mal in die engere Auswahl. Und ich denke, dass sich so der Geschäftsführer eigentlich immer ganz gut präsentiert. Durch das, dass er sich sympathisch macht und noch Informationen preisgibt. Wenn man von Anfang an bei dem Projekt einfach dabei war, war das für mich persönlich auch das Wichtige, dass man sich darunter einfach auch versteht und dass man jeder seine Meinung einbringen kann und man eine Basis findet, wo jeder perfekt in diesem Projekt auch arbeiten kann. Und ich finde auch, meiner Meinung nach, haben wir das in unserem Team optimal umgesetzt. Und der Preis, der spricht da jetzt in dem Fall auch für sich selber. Das Projekt ist ja wirklich komplett im Team entstanden, von der Grafik bis zum Hosting, also die Webseite wird von uns selber betreut, Kamera, Schnitt, alles. Also das ist wirklich an keiner Stelle extern vergeben. Das muss man ja auch mal erwähnen. Da ich ja selber vor anderthalb Jahren noch auf Jobsuche war, wusste ich, während ich die Videos geschnitten habe, eigentlich immer, was eben relevant war. Und wenn das dann natürlich auch bei Außenstehenden so ankommt, wie ich das gemeint hatte im Video, dann habe ich alles richtig gemacht. Wir waren von vornherein ja so, es kann schief gehen, es ist gewagt, aber das ist uns bewusst und wir machen das Beste draus. Und das war auch jetzt die Devise bei der Bewerbung für den Preis. So, wenn es nicht geklappt hätte, dann hätten wir gewusst, wir müssen weiterarbeiten, müssen wir so oder so. So ein Preis ist ja jetzt nicht die Bestätigung für die nächsten 10 Jahre, aber es ist halt eine sehr große Bestärkung auf dem Weg. Ich denke, dass einige Azubis, mit denen wir gearbeitet haben, nach dem Drehtag, den wir in deren Unternehmen verbracht haben, ein besseres Bild von ihrem eigenen Arbeitgeber haben, als sie vielleicht davor hatten. Einfach weil sie sich das mehr bewusst gemacht haben. Wir wollen uns selber weiterentwickeln, wir wollen uns selber immer fordern. Ich denke, jeder hat vielleicht im Team auch schon wieder neue Ideen und traut sich vielleicht auch, also inklusive mir, das jetzt auch auszusprechen, weil wir sehen, so ein bisschen Pioniergeist, der am Anfang vielleicht auch spinnig klingt oder eine Idee, die spinnig klingt, die kann aber trotzdem funktionieren. Also insofern ist das aus meiner Sicht schon ein großer Ansporn, weiterzumachen.
für mich war es nicht nur meine Arbeit, das kann ich da dazu sagen. Für mich war es wirklich selber ein Projekt aufzuziehen, wenn man eigentlich so am Anfang von seinem Studium steht, war eine riesige Herausforderung für mich auf jeden Fall. Aber das, was man da jetzt einfach, das Ergebnis und der Preis, den man da jetzt einfach sieht, das ist die Bestätigung für alles, was man eigentlich jetzt getan hat. Und natürlich motiviert einen das noch viel mehr in der Zukunft, noch mehr dafür zu geben.